In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wollte euch kurz zeigen, was wir gerade per Post bekommen haben. Und danach muss ich mich auch schon fertig machen, weil wir fahren in die Arkaden mit meiner Mama. Genau. Und zwar hat Lia zwei Geschenke bekommen. Einmal so eine Musikbox. Total süß. Das mit so einem Pinguin. Das kann man dann ans Bett hängen. Genau. Das kann man mit so einem USB-Kabel aufladen. Oder man kann das mit ans Kinderwagen hängen, wie man hier sehen kann. Und dann, total süß, dann war noch diese Tüte dabei. Und hier drinnen waren... Moment. Ganz kurz mein Handy klingelt. Ja. Ja, okay. Dann ruf mich an, wenn ihr so 2 Minuten vorher da seid, dann kommen wir runter. Tschö. So, dann war einmal dieses Buddy drin, total süß mit so Bärchen. Sieht man das ja, ne? Das ist jetzt Größe 50-56. Einmal das. Ich schloss wieder die Tüte. Das war die Tüte, die dabei war, total süß. Und da war noch so ein Strampler. Ich weiß jetzt nicht, ab wie vielen Monaten der ist. Da steht auch nichts drinnen. Aber ich denke mal, das ist 62 oder so. Ist drin mein Zeichen? Nee, das kann man aber komplett vorne aufknüpfen. Ja, das ist dasselbe Muster. Auch total schön und das ist voll die schöne... Also, das ist auch Baumwolle. Ah, das sehe ich also jetzt erst. Das kann man hier... Also, dass man die Ärmchen entweder sieht oder nicht. Weil die Babys kratzen sich hier am Anfang total. Lena hat sich zum Glück nicht gekratzt, aber jedes Kind ist sehr unterschiedlich. Ich will mich auf jeden Fall bedanken und dann war da noch so eine Karte mit bei. Total süß. Ich verlinke euch die Sachen unten in der Infobox. Ihr könnt das auf babymarken.de kaufen alles. Das ist die, das von Sasu. Und ja, wie gesagt, ich verlinke euch das. Und dann könnt ihr euch da mal umschauen. Also ich finde das total schön zum Verschenken. Ihr müsst da mal gucken, was so euer Geschmack entspricht. Ich muss mich mal kurz hier verziehen, weil Lina ist gerade am Singen. Ich will sie jetzt auch nicht stören. Moment. So, ja, wir waren eben gerade beim Frauenarzt. Die Nachrichten sind nicht so gut. Lia ist mit dem Kopf nach oben. Ja, das ist natürlich nicht schön. Wir hatten erwartet, dass sie jetzt... Übrigens habe ich abgenommen, Leute, 300 Gramm. Krass, oder? Aber das hatte ich bei Lina auch. Also am Ende der Schwangerschaft habe ich wieder abgenommen. Also ich habe letztes Mal 68,5 gewogen und heute 48,2. Oh ja, mein Eisenwert ist sehr, sehr schlecht. Der ist jetzt bei 9,5. Ich habe auch einen Brief von der Ärztin nach Hause bekommen am Samstag, dass ich die Tabletten einnehmen muss. Aber bei uns ist das veranlagert. Also meine Mutter hat das, also fast jeder. Deswegen mache ich mir nicht mehr so viel Kopf. Danke! Moment, ich wollte jetzt schauen. Genau, ja, ich habe jetzt am Mittwoch einen Termin im Krankenhaus in Kalk. Da wird der Kaiserschnitt besprochen. Dann habe ich eine Überweisung für ein anderes Krankenhaus bekommen, entweder Porz oder Bensberg. Da könnte ich Lia, wenn sie weiter so liegen bleibt, die Geburt in Beckenendlage machen. Das heißt, die Füße kommen zuerst und dann der Rest. Ist auch Risiko, also ist, ne? Ist risikoreich, aber immer noch besser als ein Kaiserschnitt, weil meine Frauenärztin meinte auch, wenn sie mit Beckenendlage gebären können, dann machen sie das lieber so, anstatt sich aufschneiden zu lassen unten.
Ja, das Problem ist, wenn jetzt meine Fruchtblase platzen würde, wäre das sehr, sehr risikoreich für mich. Weil sie meinte, wenn sie jetzt auf der Kalker Hauptstraße sind und spazieren oder irgendwo, sie meinte, sobald ihre Fruchtblase platzt, sie müssen sich auf den Boden schmeißen und den Krankenwagen rufen, weil sonst die Nabelschnur abgehen kann vom Baby. Weil da ist kein Schutz, also die Füße können ja direkt rausrutschen. Also diese Schwangerschaft lief so schön. Moment, ich muss ein bisschen raus. Diese Schwangerschaft verlief wirklich so, so schön. Ich hatte gar keine Komplikationen und sonst was. Ich hoffe natürlich immer noch, dass Lia sich dreht. Oder ich hoffe, sie bleibt jetzt so, dass sie mit dem Kopf halt oben ist und mit den Füßen nach unten. Also der Popo ist gerade beim Arzt so gewesen, dass der da runterflutschen könnte. Aber eine Normalgeburt ist halt immer das Schönste, wisst ihr? Und ihr versteht das nicht. Also manche schreiben, du übertreibst voll, Kaiserschnitt ist nicht so schlimm. Leute, es geht mir nicht um den Kaiserschnitt. Es geht mir darum, dass ich hier vielleicht keine Familie habe und dass ich nicht einfach jeden anrufen kann und sagen kann, hör mal, kannst du kurz vorbeikommen? Ich schaffe das und das nicht. Ja. War das nicht dir? Ja. Nein, pink. Ja. Nein, pink. Pink? Ja. Nein. Da. Das ist pink. Rot. Ach so, du willst ein Teeglas. Du bist echt Banane, Linusch. Genau, das ist mein Problem. Und stellt euch mal vor, da passiert wirklich was. Also, das ist einfach jetzt momentan für mich total das Risiko, wenn ich alleine zu Hause bin und die Fruchtblase platzt. Klar, man muss mit allem rechnen und man riskiert das, ich weiß. Ich bin auch froh, dass ich, wenn ich Auto dann rufen würde oder meine Mama, die würde sofort hier hinkommen. Meine Angst ist jetzt nur, was ist, wenn ich jetzt zu Hause bin und gegebenenfalls kann ich keinen erreichen. Ich rufe den Krankenwagen, weil meine Fruchtblase geplatzt ist, ich auf dem Boden liege. Okay, Lina wird jetzt die Tür aufmachen, ne? Unten könnte sie das nicht, aber hier oben. Und würden die Lina mitnehmen mit in den Krankenwagen oder... Wisst ihr, wie ich meine? Das sind einfach diese ganzen Bedenken. Ich habe jetzt meinen Koffer endgültig gepackt, weil es jeden Moment losgehen könnte. Und ja, ich bin jetzt in der 37. Woche. Ich will natürlich gar keinen Kaiserschnitt haben, das ist ja normal. Das will, glaube ich, keiner freiwillig. Wenn es sein muss, klar, mache ich das. Aber... die Ärztin meinte, dass viele Patienten von ihr in Beckenendlage gebärt haben und bis jetzt gar keine Probleme. Also es gab bisher gar keine Probleme. Ja, ich muss jetzt, wie gesagt, Mittwoch zum Arzt, ins Krankenhaus, danach am 5. ins Krankenhaus und am 12. ins Krankenhaus. Ja. Mal schauen, wie das wird. Ja, wie viele Tage sind es noch bis zur Geburt, bis zur eigentlichen Geburt sind es. Oh, der Strand, der geht mir so schlecht. Ja, 27 Tage. Oh, Lia. Keine Zicke. Naja, ich koche jetzt auf jeden Fall gleich. Der Reis ist hier. Und da haben wir noch Porridge, also Bedeck, aber ungefüllt. Und dann gibt es noch Putensteaks. Die haben mich aber bei Lidl gekauft. Das haben wir lange nicht gegessen. Und dazu gibt es dann Salat. Ja, das war's. Ich nehme euch dann mit. Lina, nein. Achso, nee, Schatz, zeig nur das. So, ihr Lieben, wir haben wieder die Brandnussbox bekommen. Wir zeigen euch mal kurz, was drin ist. Wunderfutter einmal. Einmal Buchweizen. Knusper Vita. Okay. Sieht aus wie Hundefutter. Danach Barbecue-Soße, scharf. Magst du? Mhm. Kann man für Grillen benutzen. Sweet and spicy. Oh, das ist genau was für dich mit Knoblauch. Ja, ist ja Dipping-Soße. Klar. Dipping-Soße. Das ist also Kotze. Schatz. Dann haben wir hier Eierlikör. Eierlikör. Was ist das, Likör? Likör 43. Okay. Kennst du dich aus? Was sind das für Soßen? Scheiße, Mann, ich glaube, die wollen uns umbringen. Oh, oh, oh. Chitter.
Einmal. Ja, warte, gib's. Whole Grain. Du kannst nicht mal den Namen aussprechen, warte, Baba. Dann haben wir hier ein Zitronen-Honig-Bio-Tee. Und hier unten erwarten wir jetzt was Schönes, bitte. Oh, aha, geht Tee. Doch. Tee, bestimmt Tee. Ja. Die Tee. Wissen, bald werden wir alle krank. Tee. 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 Und Tee. Das ist aber süß, danke schön. Milka-Schokolade, dann Twix White. Die schmecken auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das kenne ich. Dann haben wir hier, das gibt es auch in der Apotheke, Multivitaminbeeren, vegan. Dann Lebkuchengewürz und Bella Italia Würzmischung für Tomatenmozzarella. Das war's. Mozzarella! Ja. Dankeschön, Brand News. Schatz, zeig mich nicht, ich sehe eh kaputt aus. Schatz, jetzt sagst du, du machst das auch immer bei mir. Nein, das will Baba so, essen. So machst du das auch. Landet in Müll oder? Das ist eine nette Dame. Nein, Leute, das ist alles nur Spaß. Nichts falsch verstehen, bitte. Danke. Tschüss. Papa, nein, nein. Was denn? Willst du essen? Ja. Sollen wir aufmachen? Ja. Das schmeckt gut. Das ist genau was für dich. Kann man das so reintun, meinst du? Na klar. Ja. Und das Fisch auch noch rein. Das ist ah. Probier mal. Hier. Schatz. Und schmeckt lecker. Ja. Schmeckt das hier? Schatz, das könnte ich niemals verschenken. Also das sieht aus wie... Und am Ende schmeckt das gut. Was machst du? So ihr Lieben, erstmal hallo zu einem neuen Vlog. Ich habe lange nicht gebloggt. Ich war ehrlich gesagt mit der Wohnung beschäftigt. Also ich habe gestern die komplette Wohnung auseinandergenommen. Wie man sieht, die Küche ist tiptop sauber. Ich habe die Schranke sauber gemacht, den Boden gewischt, die ganzen Fliesen im Bad, dann das Wohnzimmer sauber gemacht. Und zwei Tage vorher hat Audet auch den Boden gewischt im Wohnzimmer. Unser neuer Teppich liegt jetzt auf dem Boden. Wir waren gerade einkaufen. Wir haben nicht viel gekauft, ehrlich gesagt. Aber ich wollte euch mal zeigen, was wir gekauft haben. So für den Übergang, morgen gehen wir doch richtig einkaufen. Ja, Leute, ab übermorgen bin ich in der 38. Woche. Es geht jetzt so schnell. Und man sieht, ich habe im Gesicht total abgenommen, weil ich beim letzten Arzttermin 400 Gramm abgenommen habe. Das hatte ich aber bei Lina auch. Also bei Lina habe ich am Ende der Schwangerschaft 2 Kilo abgenommen. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Lieber ein bisschen abnehmen und das. Hauptsache, das Kind ist gesund. So, wir haben für Audet einmal diese Socken gekauft. Von Puma. Der hat jetzt welche gebraucht und die sind perfekt für den Winter. Vor allem, das hält total warm. Der wollte Sneakersocken holen. Ich habe dann gesagt, nee, hol lieber das. Dann einmal Feuchttücher. Wir hatten einen 5-Euro-Gutschein bei Müller. Und dann habe ich gesagt, komm, dann holen wir das alles. Jetzt haben wir jetzt nur, und das hat Lina sich ausgesucht, dann haben wir jetzt nur 15 Euro für das alles bezahlt. Eigentlich kosten die Socken 8 Euro. Ja. Dann haben wir gekauft Tomaten beim Türken. Übrigens hat ein Kalk ein Kaufland aufgemacht und ich finde das immer so krass, wie viele ausländische Frauen immer auf einem Haufen sind und sich für Sachen streiten oder direkt für die ganze Familie was kaufen. Das ist so krass. Also ich hatte echt Fremdschäden. Wir sind dann auch wieder rausgegangen. Beim Wollwort gab es da total günstige Sachen, aber wir sind dann wirklich rausgegangen. Ich wollte ja für Lina, also fürs Krankenhaus, ein Spielzeug kaufen. Und ich habe jetzt eine Puppe gefunden. Die macht Geräusche und da sind 3 Buddies dabei. Also 2 Schlafanzüge, ein Buddy und das Baby hat schon was an. Und dann noch eine Flaschenschnuller und so. Sie macht auch Geräusche, die Augen gehen auf und zu, nur für 25 Euro. Aber dieses Getummel war mir einfach zu viel. Und ich gehe mit meiner Freundin sowieso am Montag zur Action. Da schauen wir mal, ob wir da was finden. Wenn nicht, dann fahren wir kurz zu Walmart mit Audet. Ich wollte halt nicht, dass Dina das mitbekommt, ne?
Und dann nehme ich noch fürs Krankenhaus mit Süßigkeiten eine Tüte. Also Überraschungseier, also Kleinigkeiten. Und Knete, genau. Mir hat auch jemand geschrieben, also zwei, drei Leute haben geschrieben, dass Knete nicht gut ist im Krankenhaus, weil Lina ihre Hände dann dreckig macht. Aber Leute, egal ob Lina mit Knete spielt oder ob sie einfach nur im Krankenhaus rumläuft, sie muss ihre Hände desinfizieren und jedes Mal waschen, wenn sie Lina anfassen möchte. Das hat gar nichts mit der Knete zu tun. Naja, dann haben wir einmal Sonnenblumenöl, also zwei Packungen. Dann, was bei uns wirklich nie fehlen darf, Sonnenblumenkerne. Dann Äpfel. Hallo Mausi. Baba. Ja, Baba, ich möchte aber nicht dann. Nein. Was denn? Nein, das. Hier, tu das mal ins Bad. Du kannst später Biji Biji machen. Okay? Nee, da. Da. Willst du riechen? Ja. Dann Gurken. Boah, ich muss so oft aufstoßen in letzter Zeit. Ach, das ist ja gar nicht auf. Und eine Melone für Lina. Sie hat eigentlich noch ein bisschen mehr Melone bekommen. Aber Albert für zu Hause auch noch mal eins geholt. Okay. Wie geht denn das auf, Lina? Ich glaube, da muss ich mit einem Messer ran. Ja, ich muss aufpassen, ne? Ja, der hat Aua. Mhm. Ja, der Bade. Ja, du kannst baden, aber nicht jetzt. Abends, ja? Wenn, ja, kurz das, bevor du schlafen gehst. Ja, das? Mhm. Boah, lecker. Lecker? Eine Elsa Happo. Das ist nicht Elsa, das ist Prinzessin Bella. Dann einmal, ich hoffe die letzte Packung, weil nächste Woche sollten Linas Stoffwindeln ankommen, die ich jetzt bestellt habe für abends. Sie soll jetzt nämlich aufhören, es reicht langsam. Ich wollte ehrlich gesagt auch keine mehr kaufen, also haben wir eigentlich beschlossen, nur das Problem ist, ohne die Stoffwindeln kann ich nicht. Nur das Problem, ohne die Stoffwindeln kann ich halt nicht Lina abends abgewöhnen, wenn keine Windeln mehr da sind. Dann einmal Trauben. Nochmal Trauben. Also Audel hat momentan wirklich... Es kommt mir so vor, als ob er schwanger wäre. Dann hat Lina sich das hier gekauft. Im türkischen Geschäft hier. Ich weiß, sie wird meinen Kopf damit jetzt demolieren, aber egal. Dann für Lina Salami-Snacks. Yum Yum. Das ist Bescheid. Wir lieben Yum Yum. Yum Yum. Yum Yum. Ja. Magst du Yum Yum? Ja, Yum Yum. Dann Oliven, grüne Oliven. Dann siebenmal unser Lieblingsgetränk. Ich glaube, da sind schon die 1 Liter Flaschen. Eisbergsalat. Mein Akku ist leer. Ich habe Angst, dass die Kamera jetzt sofort ausgeht. Dann Tomatenmark haben wir wieder gebraucht. Joghurt. Hähnchenbrust. Muss ich einpacken. Genau, streicht jetzt an dem. Und Fleisch. Also ich hole mein Fleisch immer beim Türken. Außer es geht gerade nicht anders oder ich brauche es dringend. Lina hat sich noch so ein Ei ausgesucht beim Türken. Und Leute, die kosten 99 Cent und da sind so schöne Sachen drin. Da ist ein Puzzle drin, zwei Wachsmalstifte, ein Bild zum Ausmalen und so was du in den Mund kippst und es knistert dann. Richtig cool. Also besser als ein Überraschungsei, finde ich. Das ist leer an dem. Ist in meiner Tasche alles. So, jetzt räume ich das alles mal ein.